Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergefreunde, zu Die Zwerge. Ja, in der letzten Aufnahmesession waren wir in Ogertod, das da ganz weit unten liegt hier. Ja, hier steht es nämlich, das Reich der Zweiten, auf Englisch. Jetzt sind wir jedoch hier oben in Ranribastur. Ja, tolle Namen. Nein, wir sind in Veyrun, genau. Um genau zu sein, in Oremaira, genau, da sind wir angekommen das letzte Mal. Und sind jetzt auf dem Weg nach Mifordania. Gut. Ihr flüchtet euch nach Mifordania mit Goimgar an vorderster Front. Die Orks in seinem Rücken scheinen ungeahnte Kräfte in ihn zu mobilisieren. Und so erreicht er das Tor als Erster und hämmert dagegen. Er sagt etwas und huscht durch eine kleine Pforte, die für ihn geöffnet wurde. Augenblicke später erreicht auch ihr das Tor. Herein, schnell! Ihr drängt euch durch das Tor und neben euch bohren sich die ersten Pfeile der Orks ins Holz. Ja, wir werden von einer Meute verfolgt und haben die zu einer Stadt gelockt. Oder die waren eh unterwegs zur Stadt und wir waren genau dazwischen. Ja, man lädt. Der andere Zwerg meinte, wir sollen das Tor gleich hinter ihm verriegeln. Aber wir können jeden starken Arm gebrauchen, wenn die Orks kommen. Dieser verräterische Weichling. Wo ist er? Boindal und ich werden ihn suchen. Boindil und Barragor. Helft der Stadtwache, wo immer ihr könnt. Du bist dir sicher, die beiden würden dir bei der Suche nach Goimgar keine große Hilfe sein. So, hier speichere ich erstmal wieder. LP006, damit ich nicht aus Versehen den Fortschritt trigger, ohne dass ich mir hier alles angeguckt habe. Bayon ist für seine Liebe für das geschriebene Wort bekannt. Einige der angebotenen Schriften sind dir aus Lot Ionans Bibliothek bekannt. Ja, Bewurfbewohner könnte ich anklicken, bringt mir allerdings nicht viel. Genau, die beiden Sachen hier gucke ich mir als letztes an. Betrachte Fisch und Meeresfrüchte. Mit den vielen riesigen Seen ist Vajorn reich an verschiedensten Fischen und Meeresfrüchten. Da die Gebirge der Zwerge weit von größeren Seen entfernt sind, stehen die meisten Fische nicht auf ihrem Speiseplan. Na, so ein paar Höhlenfische sind doch nicht schlecht. So, suchen wir mal Händler auf. Oder schauen uns erstmal hier oben um. Da ist Boindil. Sprechen wir erstmal mit ihm. Na, hast du den kleinen Schisser schon gefunden? Er muss ja noch irgendwo in der Stadt sein. Er ist zu ängstlich, um sie zu verlassen. Mhm. Dann schauen wir uns mal das Tor an. Das Haupttor ist verriegelt und macht einen stabilen Eindruck. Solange es Männer gibt, die wissen, wie man ein Tor verteidigt, werden die Orks es nicht überwinden können. Mhm. Das Haupttor ist verriegelt und macht einen stabilen Eindruck. Das kennen wir bereits. Schau dir die Grünhäuter an. Es werden täglich mehr und trotzdem trauen sie sich nicht heran. Wir wissen ganz genau, dass sie unsere Mauer nicht überwinden können. Ja, noch nicht. Sind eine Menge Orks da draußen. Aber die Mauern sollten halten. Sind ziemlich solide für Menschenmauern. Jo, ein Lob vom besoffenen Steinmetz. Ah, da ist der Händler, den ich suche.
Du hast dich versteckt. Ich freue mich, dass Wrackers Kinder hier sind. Was kann ich für Sie tun, mein Herr? Der Mann ist um Normalität bemüht, wirft aber immer wieder nervöse Blicke hinüber zur Stadtmauer. Gibt es Neuigkeiten aus der Ferne? Habt ihr Neuigkeiten aus anderen Ländern gehört? Nord-On zieht mit seinen Orks und den Albae durchs Land. Die Magi sind alle tot. Und von dem Heer, das gegen Porysta gezogen ist, hat keiner mehr was gehört. Es sind finstere Zeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht verzweifeln. Wir müssen auf die Götter vertrauen. Das müssen wir. Gern hättest du dem Händler gesagt, dass er nicht nur auf die Götter vertrauen sollte, sondern auch dir und deinen Begleitern Glück wünschen möge. Doch das hätte nur zu Fragen geführt. Ja, irgendwie hatte gerade der Tonaussetzer oder das Spiel hat geleckt. Ich hoffe mal, das kam jetzt nicht so schlimm in der Aufnahmesession rüber. Was könnt ihr mir über die Stadt berichten? Nach Porysta ist das hier die größte Menschenstadt, die ich je gesehen habe. Ihr habt keinen günstigen Zeitpunkt gewählt, um euch Mifordania anzusehen, mein Herr. Und damit meine ich nicht nur die Orks vor unseren Toren. Der Winter zieht sich gerade erst in die Berge zurück. In ein paar Wochen ist es Frühling und die Stadt erblüht. Der Mann wirft einen weiteren Blick zur Stadtmauer. Hoffe ich zumindest. Ja, der ist wirklich besorgt, dass die Stadt nicht standhält. So, Waren. Auf jeden Fall alles an Nahrung, was wir kriegen können. Wir haben nämlich nicht mehr viel. Dann würde ich gern den mal absetzen. Und die mal absetzen. Beide mal absetzen. So, danke. So, hier sind nämlich ein paar schicke neue Trinkets für uns. Zum Beispiel hier ein verbesserter Schutztalisman für unseren lieben Tungdil. Aber auch der Wolfstalisman ist ganz nett. Den brauchen wir nicht unbedingt. Wir kriegen sowieso viel zu oft Aktionspunkte, aber die anderen vier hätte ich gerne. Das sind gute Talismane. Besserer Schutztalisman vor allem. Weil der macht 50%ige Chance, Schaden zu 65 zu reduzieren. Der reduziert nur um 15. Genauso wie das hier, was 5% mehr Lebenspunkte generiert. Mehr Schaden bei Auto-Attacks ist auch nicht schlecht und Schaden bei Spezialattacken. 40% mehr Schaden bei Spezialattacken ist auch nicht schlecht. So. Dann können wir gerade mal die vier Dinger verkaufen. Und das hier noch. Irgendwas stimmt hier nicht ganz. So. Ah ja, jetzt hat es richtig abgerechnet. Gut. Dann kriegt Tungdi mal das hier. Boindi kriegt das hier. Spezialattacken. Und Auto-Attacks. Wobei ich es gerade rumdrehen könnte, aber für den Augenblick ist es okay so. So. Dann gucken wir uns mal in den engen Gassen hier um. In dem Hinterhof hier gibt es nichts. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder genug Rationen. Ich kann die Stadt betrachten hier.
Nachdem du das Reich der Zweiten gesehen hast, kommt dir selbst diese eigentlich beeindruckende Stadt der Menschen eher enttäuschend vor. Das Einzige, was deine Aufmerksamkeit auf sich zieht, sind die Petroleumleuchter, die entlang der Straßen stehen. So etwas kann sich wohl nur eine Handelsstadt leisten. Mhm. Gut, das hätten wir uns angeguckt. Enge Gassen ohne einen ängstlichen Zwerg. Die Stellungen kann ich mir gleich ansehen, wenn wir wieder draußen sind. Ja, und den Obelisken. Obelisken kennst du nur aus Büchern und du hättest nicht erwartet, hier einen zu sehen. Die Inschrift macht auf dich einen südländischen Eindruck. Mhm. Und die Stallungen noch? In den Stallungen siehst du einige gute Pferde und auch Ponys. Du beschließt, dich nach den Preisen zu erkundigen, sobald du Goimgar gefunden hast. Ja, Ponys wären nicht schlecht. So, zoomen wir mal ein bisschen raus und gucken uns noch ein bisschen um. Den Händler haben wir schon gehabt. Ja. Boyendeal finden wir jetzt gerade nicht, weil der ist irgendwo in den Gassen verschwunden. Um Schimmerbärtchen zu finden. Ich kann mir nie seinen richtigen Namen merken. Ja. Das kennen wir alles. Du hast beschlossen, dich auch direkt im Weg in den Norden zu reisen. Ja, das kennen wir, glaube ich, auch mittlerweile schon. Wie heißt du nochmal? Goimgar. Boendal. Boendil. Ja. Und Bavragor. Der als einziger nur zwei Fähigkeiten hat. Gut. Das heißt, wir können uns jetzt mal das Zelt hier angucken. Früher haben regelmäßig fahrende Schausteller solche Zelte vor Lothionans Stollen aufgebaut, um den Bediensteten und den Famuli mit Theaterstücken, Gesangsdarbietungen und allerlei Schabernack etwas Geld aus den Taschen zu ziehen. Okay, das war das Zelt. Jetzt können wir uns noch das Schild angucken. Ich gehe nochmal auf Nummer sicher, dass hier nichts mehr ist. Nein, scheinbar nicht, weil wir könnten uns nochmal das Tor angucken, aber das bringt nicht viel, weil es immer dasselbe Text ist. Also, triggern wir mal die nächste Cutscene und schreiten mit dem Spiel voran. Der unglaubliche Rodario. Kommet, werte Spectatores, kommet und sehet das Theater Curioso mit seiner Schauspielgröße, dem unglaublichen Rodario, der geheimnisvollen Armora und dem genialen Magister Technicus Furgas entführt euch in eine andere Welt. Nun sehet und höret, werte Spectatores, die Wahrheit über Nudin, den Wissbegierigen, der sich unter grauenvollen Umständen der anderen Magi entledigte und das geborgene Land ins Unglück stürzte. Das geborgene Land, es wird mein sein! Lord Ionan? Der gehört nicht zur Schauspieltruppe. Ja. Ich bring dich um. Du hast einen Fehler begangen, als du Frala und die anderen ermordet hast. Gib mir den Rucksack zurück. Als du Frala und die anderen ermordetest. Erschrocken stellst du fest, dass du nicht weitersprechen kannst. Du spürst einen Kloß im Hals und deine Augen beginnen zu brennen, als Bilder vom Stollen und Sintoras vor dir auftauchen. Ich sehe, mein erster Schlag hat dich getroffen, Unterirdischer. Oh, wie sie geschrien haben. Wärst du doch nur da gewesen, um ihnen zu helfen. Ehe du dies versiehst, überkommt dich der Hass auf denjenigen, der dein Zuhause zerstört und deine Liebsten getötet hat. Ich werde dich töten, bei Vrakas.
Du wirst es vielleicht versuchen, und ich werde meinen Spaß daran haben. Wen soll ich mir als nächstes vornehmen, hä? Wer bedeutet dir in deiner Reisegruppe am meisten? Du willst nicht an den Spielchen des Alps teilnehmen und presst deine Lippen fest aufeinander, während du über Fluchtmöglichkeiten nachdenkst. Hierher! War das ein Alp? Wenn wir uns beeilen, kriegen wir das Langohr noch. Alarm! Alarm! Die Orks greifen an! Kommt, wir müssen die Mauern verteidigen. Jo, Orkangriff geht los. Wir nehmen wieder unsere Gruppe. Wir haben die Gegenstände zugewiesen. Kampf starten. Auf den Weg. Wieder unterwegs. Ein Orker. Ja. So gut wie erledigt. Hauen wir uns erstmal hier durch. Ja. Wen habe ich da gerade? Ach so. Das war Boyen Deal. Nichts Persönliches. So, zwei Leiter sind weg. Da ist keine Fähigkeit drin. Okay, irgendwas ist hier falsch. Ach, auf der Seite sind keine Leiter, sondern nur auf der. So. Ich will nicht unbedingt den Verteidiger treffen, aber ich treffe ihn leider. Ich dachte, ich hätte Tungdil ausgewählt. So gut wie erledigt. So, du haust die letzte Leiter weg. Und dann machen wir noch die Orks weg. Sie aufhalten. Du wünschtest, es wäre anders. Aber dir ist klar, dass die Stadt nicht mehr zu retten ist. Zum Seitentor. Das ist unsere einzige Chance. Einverstanden. Jo, mit einem das Seitentor erreichen. Das dürfte noch recht einfach gehen. Falsche Fähigkeit mal wieder. So, alle als Seitentor. Und raus hier. Sie ist abgeschlossen. Wir müssen sie irgendwie öffnen. Vielleicht könnten wir da behilflich sein, werte Herren. Geht beiseite. Seid ihr Diebe? Mitnichten. Wir sind Künstler und Menschen mit besonderen Talenten. Sagt, Freunde, da ihr Methodan ja offensichtlich auch verlassen wollt, hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns euch anschließen? Den Sammelkopf würde ich eigentlich nicht gerne in meine Gruppe aufnehmen, aber naja. Warum wollt ihr euch uns anschließen? Wir haben eine lange und gefährliche Reise vor uns. Ich glaube nicht, dass ihr euch unserer Reisegruppe anschließen wollt. Eine epische und gefahrvolle Reise? Das klingt nach einem Abenteuer und außerdem habe ich gesehen, dass ihr mit euren Waffen umzugehen versteht. In diesen unsicheren Zeiten bietet eine große Reisegruppe den besten Schutz. Meint ihr nicht auch? Wie die Orks alle stillstehen, während wir da verlabern und grunzen und brummen. Ich kenne euch, ihr seid unglaublich Rodario. Oh,
ein Verehrer meiner Künste? Wer hätte das gedacht? Eigentlich nicht. Ich bin in der Tat der einzig wahre, der unglaubliche Rodario. Der werte Herr hier ist Furgas, der beste Magister Technicus seit Menschengedenken. Und zu guter Letzt die bezaubernde Narmora, deren Schönheit die Rosen am Haus des Bürgermeisters vor Neid verdorren lässt. Alles Weitere sollten wir vielleicht bereden, wenn wir aus diesem Schlamassel raus sind. Ich weiß nicht. Noch immer strömen Orks durchs Tor und über die Mauer. Du beschließt, dass es nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen ist. Also gut, gehen wir. Nichts wie weg hier! Bei den Ersten sind wir sicher. Die Erste? Die Pracht ihrer Hallen soll keinesgleichen kennen. Und ich habe gehört, sie haben faszinierende Konstruktionen, Furgas, die fast an Magie erinnern. Es ist offen. Gehen wir. Ja, da glitscht sie mal auf die Mauer. ja, Pax sind doch was Schönes, oder? Ja, wir haben verdammt viele neue Gruppenmitglieder gerade dazu gewonnen. Wir haben sogar eine Elfenbeinfigur, die ein bisschen was wert ist und ein bisschen Essen. Ja, jetzt haben wir 8 Leute in der Gruppe und einen Haufen Proviant, den wir verbrauchen. Aber wir haben XP. So, jetzt will ich doch mal gerade gucken, was hier falsch ist. Du solltest eigentlich auf Q, du solltest auf W und du auf E, so.